Wir streamen live bei Facebook, zeigt es mir an. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial von 631 Kilometer und auch mal ein Moin nach Kloppenburg. Moin zurück. Wie ist es in Sachsen? Ich sag mal so, Sachsen glänzt nicht unbedingt wieder mit seinen schönen Barockschlössern oder dem leckeren Dresdner Stollen. Die Inzidenzzahlen in Sachsen sind natürlich hoch und bleiben anscheinend hoch, aber wir werden der Lage natürlich Herr, denn wir halten zusammen, tragen Masken, halten Abstand. Wie sieht es bei euch aus? Wir haben eine leicht rückläufige Tendenz. Ab Sonntag wird hier bei uns im Landkreis das Impfgeschehen losgehen. Wir sind einer der ersten Landkreise in Niedersachsen, die Impfdosen zugewiesen bekommen, auch weil wir eben ja jetzt schon hier seit, ja, ich glaube, knapp 100 Tagen den 50er Inzidenzwert reißen. Ich bin gespannt, was die Weihnachtstage bringen, inwiefern wir hinterher sagen können, die fallende Tendenz der Neuinfektion setzt sich auch fort. Auch wir müssen, glaube ich, auf die Solidarität und den Zusammenhalt aller Beteiligten setzen. Nicht nur im Handwerk, sondern eben auch darüber hinaus. Es wird ein ganz besonderes Weihnachtsfest und es war ein ganz besonderes Jahr 2020, Daniel. Schön, dass wir uns heute zu kurz vor Weihnachten, kurz vor Heiligabend und ich glaube zum Dienstschluss mehr oder weniger für dieses Jahr dann nochmal wiedersehen. Genau, zum Dienstschluss. Aber wir hatten uns nochmal verabredet, sozusagen nicht nur, weil wir uns gern sehen und gern voneinander hören. Wir wollen nochmal gemeinsam mit euch das Jahr 2020 Revue passieren lassen. Was ist so passiert? Eine Folge von Corona, die seht ihr mittlerweile jeden Monat. Und zwar, das ist unser schöner Austausch von 631 Kilometern. Man muss auch sagen, ich bin ja schon hier in Weihnachtsstimmung. Du bist ja noch voll im Geschehen, Hemd und Kragen. Alles schön. Ohne Jackett. Ohne Jackett. Das heißt, der laissez-faire Weihnachtsstil lässt schon grüßen. Aber worüber wollen wir uns unterhalten? Wie gesagt, Corona-Jahr 2020. Es war ein aufregendes Jahr, ein sehr ereignisreiches Jahr. Ein Jahr, was für den einen oder anderen die große Herausforderung oder Veränderung war. Deswegen, wir haben mal überlegt, was sind so die Themen des vergangenen Jahres gewesen. Und zum Beginn, wir würden es am Ende der Folge auflösen, eine Schätzfrage. Was denkt ihr denn, wie viele Minuten, Stunden oder Sekunden wir mittlerweile veröffentlicht haben von unseren 631 Kilometern. Kleiner Tipp, es sind bisher 11 Folgen. Also ich hätte tatsächlich, glaube ich, zu niedrig geschätzt. Ja, das ging mir ähnlich. Wer weiß es einfach, der kann ja am Ende dann nochmal hier sein Veto dazu einlegen. Worum geht's? Wir hatten verschiedene Konstellationen, mit denen wir begonnen haben. Das Jahr 2020 hat im Januar begonnen. Für dich wie gewohnt jeden Tag in der Kreishandwerkerschaft, für mich neu als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Görlitz, aus der Dozentenwelt rein ins Hauptamt. Und auch das alles ohne den großen Stern der Veränderung. Meine große Aufgabe, mein Ziel ist es, eine Organisation dynamischer zu machen und auch weiterzuentwickeln. Und vielleicht schon mal vorab, es gab mal das schöne Bild, was ein Kollege gezeichnet hat. Ich habe mir die Kreishandwerkerschaft vorgenommen wie einen Schreibtisch. Ich habe meine Akten rausgenommen, habe sortiert, habe aussortiert, habe meine Blätterberge gemacht. Und irgendjemand hat das Fenster aufgemacht, ein Windstoß kam und dieser Windstoß war Corona. Ja, Anfang des Jahres kamen so die ersten Meldungen aus China rüber. Aber also zumindest mir ging es so, da habe ich noch nicht mit den Folgen gerechnet, die es dann letztendlich hatte. Wir kommen nachher noch drauf, aber der 13. März, Freitag der 13. war hier für uns das letztendlich dann der Augenblick, wo wir alle wussten, auch in der Kreishandwerkerschaft, das Thema Corona hat uns eingeholt. Wie gesagt, kommen wir nachher noch zu. Man muss es insofern zumindest für mich sagen, Daniel, die ersten zwei Monate waren besondere Monate in der Kreishandwerkerschaft, denn wir haben ein durchaus herausforderndes Jahr 2019 schon hinter uns gehabt, haben dort insbesondere durch zwei plötzliche Todesfälle von Kollegen
viel emotionalen, aber auch rhetorischen Input, wenn man es mal positiv formulieren will, gehabt, den wir uns eigentlich vorgenommen hatten, dann in 2020 aufzuarbeiten und in die richtigen Strukturen zu bringen. Ich habe viele Umstrukturierungen sowohl personeller als auch organisatorischer Art vornehmen müssen. Insofern vielleicht nicht ganz das weiße Blatt oder der leere Schreibtisch, den du hattest, aber auf alle Fälle war 2020 von Anfang an ein herausforderndes Jahr für mich. Genau. Und man muss auch sagen, unsere Freisprechungen waren ja am 29. Februar. Deine war ja auch am 29. Februar. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Zwei Tage zuvor habe ich hier mit meinem Kreishandwerksmeister gesessen. Wir haben überlegt, machen wir es nicht. Denn da Ende Februar rückte es ja näher, wo man vielleicht der ein oder andere es noch verharmlost hat, wie eine Grippe oder Ähnliches, weil wir alle nicht wussten, was auf uns zukommt. Und im Endeffekt, die Freisprechung bei dir und bei mir in Görlitz war ja so das letzte große Highlight, die letzte große Veranstaltung dieses Jahr, die wir so pompös wie gewohnt, wie all die Jahre schon immer absolvieren konnten. Und wir wussten, es wird ein aufregendes Jahr und es werden viele, viele Herausforderungen auf uns zukommen. Und wie du schon sagtest, durch 2019 bei dir geprägt ist, ist das Jahr des Improvisierens, des Austestens und immer wieder neue Wege finden. Absolut. Und Freisprechung im Februar war so ein Thema. Auch da haben wir natürlich schon, ich sag mal, erste Maßnahmen ergriffen. Aber die wirkliche Tragweite haben wir da noch nicht gesehen. Wir waren sehr wohl damit beschäftigt, wie gesagt, dieses Thema Umstrukturierung in den ersten zwei Monaten anzugehen. Ich musste neue Kolleginnen an Schlüsselpositionen einführen. Wir haben eine neue Software eingeführt. Also quasi eine neue Management-Software hier bei uns im Hause, mit der wir unsere ganzen Arbeitsprozesse abdecken, verwalten. Das wollte ich mit einem festen, bestehenden Team, mit dem Know-how machen. Jetzt musste ich plötzlich nicht nur das Know-how mir selber zum Teil aneignen, sondern dann auch noch an Kollegen und Kolleginnen weitergeben. Hatte vielleicht sogar den Vorteil, dass wir es schneller geschafft haben, eingelaufene Pfade ein Stück weit auch zu verlassen und neue Prozesse anzugehen. Aber es hat natürlich auch für viele, viele Friktionen gesorgt. Wir mussten mehrere tausend Dokumente umziehen von dem alten Programm in das neue Programm, Seriendruckfelder anpassen. Also auch im Klein-Klein wurde da extrem viel gearbeitet hinter den Kulissen. Und dann kam, wie gesagt, das Thema Corona noch hinzu. Also schon sehr spannend. Ich weiß nicht, wir haben ja ungefähr 30 Kollegen und Kolleginnen hier arbeiten bei uns mit dem Bildungszentrum dabei, vom Hausdienst bis eben zum Hauptgeschäftsführer, vom Ausbilder bis zur Buchhalterin. Ihr seid ein bisschen kleineres Team, aber trotzdem habt ihr auch so in 2020 für euch neue Kommunikationsstrukturen, neue Organisationsformen intern gefunden? Also das definitiv. Wir sind ja nur das Drei-Mann-Team, aber ich muss auch hier nochmal ganz großes Lob sagen. Das ist das beste Team, was ich haben können. Man muss sagen, wir haben alles trotz unserer verschiedensten Perspektiven zu den Themen, haben wir wirklich immer wieder das Ziel nie verloren und haben uns immer wieder neu selber gegenseitig motiviert. Es ist ja auch so, das ist wirklich eine Dynamik bei uns hier im Team, die möchte ich nie missen. Und da auch nochmal ganz großes Danke an das hauptamtliche Team der Kreishandwerkerschaft. Aber ja, für uns war es ganz normal, auch durch das neue Modell, das Kompetenzzentrum, was wir jetzt seit diesem Jahr fahren als Kreishandwerkerschaft. Es war eine ganz andere Kommunikation. Man hat vielleicht auch mehr Präsenz gezeigt, was vorher in einer Art und Weise nicht mehr ganz so gepflegt wurde, ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Bashing zu vollziehen. Es war ein guter Schritt, das neue Modell, so wie wir es jetzt fahren, ich kenne es persönlich ja hauptamtlich nicht anders, aber mit den Worten unseres Gastes, der Nora, jede Kammer müsste verpflichtet sein, ihre Kreishandwerkerschaft nach diesem Modell an sich zu binden, beziehungsweise die Partnerschaft nach diesem Modell zu führen. Auch hier nochmal Gruß an Nora. Aber ja, unser Weg ist noch nicht zu Ende. Ich habe noch viel vor mit der Kreishandwerkerschaft.
Und ich denke, dass mit dem Team, wie wir es jetzt hier haben, habe ich da keine Bedenken, dass ich das schaffen kann. Und die neuen Medien, neu im Sinne von für den einen oder anderen älteren Innungsobermeister oder Kollegen in den Innungen, es war selbst erstmal ungewiss, das zu erfahren, aber man hat gemerkt, es macht allen Spaß, damit zu arbeiten. Und diese neuen Wege sind vielleicht nicht nur Teufelszeug oder Humbug, was man manchmal anfangs ja für Diskrepanzen überwinden musste. Also ich bin sehr zufrieden und froh über das aktuelle, aber ich höre, die aktuelle Entwicklung. Ich höre ein Stück weit raus, dass auch bei dir so dieses Thema neue Besen kehren gut oder zumindest anders durchaus eine Rolle in 2020 spielte. Also mit dir als Person, mit der neuen Organisationsform trifft man natürlich auf eine bestehende, eine traditionelle und traditionsverhaftete Organisationsstruktur, wo es dann auch ein Stück weit Widerstände aufzubrechen gilt, Bewährtes zu bewahren und Überholtes dann auch über Bord werfen zu können. Das ist ein Thema, was sich für mich auch durch 2020 durchzieht. Und vielleicht nochmal auch zurückblickend, insbesondere auf das Thema interne Situation. Wir haben da durchaus zum Beispiel auch sowas mal wie einen Teamtag genutzt. Wir haben also Anfang des Jahres, deshalb komme ich drauf, schon noch vor Corona getroffen mit allen Kollegen und Kolleginnen, haben uns einen Tag Zeit genommen, die Organisationsformen, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen, zu besprechen. War eine echt tolle Erfahrung. Auch da ist vieles, was wir uns vorgenommen haben, dann aufgrund der neuen Prioritätensetzung noch nicht ganz so weit gekommen, wie wir uns das vorstellen. Aber den Dank, den du vorhin an dein Team gerichtet hast, den will ich natürlich gerne auch aufnehmen. Auch hier in Kloppenburg halten wir zusammen, wenn es denn hart auf hart geht. Wir diskutieren auch durchaus mal über die richtige Richtung. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Die Dynamik, die dieses Jahr gezeigt hat, war für mich auch sehr lehrreich als Führungskraft, nämlich das Thema Delegieren, loslassen können, Verantwortung übertragen können, hat sich ja bei mir auch nochmal gezeigt, auch aufgrund noch einer anderen Situation, zu der wir später vielleicht nochmal kommen. Aber ich glaube, dass wir, und die Erfahrung wirst du vielleicht auch gemacht haben, selbst wenn wir nicht selbstständig sind, ja, wir können, glaube ich, in diesem Jahr sagen, wir können viele von den Problemen, die unsere Unternehmer, die unsere Handwerker tagtäglich erleben, durchaus nachvollziehen, weil wir eben auch an vielen Stellen plötzlich jetzt agieren mussten und unsere Kreishandwerkerschaft letztendlich auch wie ein Wirtschaftsunternehmen aufstellen mussten. Genau, du hast da absolut recht. Aber genau darum ging es ja, neue Wege. Und ich kann mich noch dran erinnern, das war eine Schnapsidee auf der Couch. Ich habe dich angeschrieben und wir hatten daraus dann die Idee entwickelt, lass uns doch einfach mal diesen Austausch stattfinden lassen, weil so kontrovers und in verschiedenen Positionen, wie wir sind, persönlich und auch institutionell, genau vielleicht ist ja genau das der Schlüssel. Also man merkt ja auch, der Erfahrungsaustausch mit Kollegen, die in einem ganz anderen Spektrum sind, das Thema hatten wir ja eh schon mal in der Folge, kann dienlich sein. Und wir hatten unsere erste Folge, ich habe es mir extra notiert, am 2. April, das war die allererste Folge noch unter dem ganz banalen Begriff Handwerksregion im Austausch. Eine Premiere, wie man das selten hat. Also ich muss echt sagen, es gibt selten Momente, wo ich aufgeregt bin und wo ich nie ganz weiß, ob ich dort sicher mich durchmanövrieren kann, aber das war einer davon. Parallel dazu, man hat auch gemerkt, Corona war in der Hochphase, unsere Friseure hat es getroffen. Wir hatten diese große Aktion Friseure for Seven, die wir bundesweit gestreut haben, die dann auch nochmal Anwendung fand in der zweiten Folge. Wir haben überlegt, was sind so die verschiedenen Arten und Weisen, an Dinge heranzugehen und was haben wir die Gemeinsamkeiten, die man nie offen ausspricht. Ja? Also wie du, ja genauso wie ich, versucht, den medialen Weg zu nutzen, junge Organisationen zu führen oder junge Leute in die Organisation zu holen, hat man wirklich gemerkt, mit dem Hashtag, das Handwerk hält zusammen, man hat eine ganz andere Bandbreite auf einmal ansprechen können, wie es vielleicht, wirklich vielleicht, vorher nicht so war. Absolut richtig. Also
eine meiner Erkenntnisse, eben auch aus jetzt über 10 Jahren Erfahrung als Hauptgeschäftsführer hier bei der Kreishandwerkerschaft, ist, dass es leider uns tatsächlich zu wenig gelingt, junge Handwerksunternehmer und Unternehmerinnen aktiv in die Gremienarbeit zum Beispiel einzubinden. Das ist auch einer der Beweggründe, wieso ich zum Beispiel relativ aktiv bei Social Media bin. Nicht nur die Faszination für das Thema Digitalisierung, sondern tatsächlich die Überzeugung davon, dass es uns gelingen muss, diese Möglichkeiten, die Social Media, die Prozessautomatisierung, die ganz viele andere mit Digitalisierung und digitaler Transformation zusammenhängende Themen bietet, dass wir das nicht nur in die Unternehmen, in unsere Handwerksunternehmen, in unsere Mitgliedsunternehmen hineintragen müssen, sondern dass wir das selber als Organisation auch leben, spüren und nutzen müssen, um für die Zukunft dann auch fit zu sein und attraktiv zu sein. Und so ein Austausch, wie wir den haben, so eine Art und Weise, wie wir das verbreiten, kann da, glaube ich, auch zu beitragen, diese Attraktivität ein Stück weit zu zeigen und neue Mitglieder zu überzeugen oder jüngere Mitglieder davon zu überzeugen, tatsächlich auch aktiv mitzuarbeiten. Genau, die aktive Mitarbeit, das ist genau der Schlüssel dazu. Es geht ja nicht nur darum, immer wieder neue Innungsmitglieder zu gewinnen, klar, im besten Fall, aber es geht einfach darum, ein Grundrauschen zu schaffen. Das Handwerk muss wieder stattfinden und das vielleicht in einer anderen Art und Weise. Das Handwerk hat über all die Jahrhunderte geschafft, aus Zünften wurden Innungen, manche Berufe gibt es gar nicht mehr, sich immer weiterzuentwickeln, sich immer wieder neu zu erfinden. Und wenn es einfach nur dieser Schritt ist, junge Leute oder Leute außerhalb des Handwerks aktiv anzusprechen. Wir haben ja auch zum Schluss dieses in den letzten Folgen immer wieder gemerkt, auch wir im Hauptamt im Endeffekt machen, ohne uns es selber zu loben, eine Riesenarbeit, wird aber oft von den Mitgliedsbetrieben vielleicht nicht ganz so wahrgenommen, weil wir haben viel organisatorische, viele Verwaltungsaufgaben. Da muss ich nicht unbedingt für klappern. Ich habe heute wieder einen Beitrag geschrieben. Das sind alles so Themen, wo es darum geht, junge Leute zu motivieren und ranzuholen. Und das war auch so ein Highlight oder so ein wichtiger Punkt für uns im Landkreis Görlitz, beziehungsweise für dich ja auch, die Ausbildungswerbung. Wir konnten keine Messen veranstalten. Wir mussten uns neu orientieren. Zumal hatten wir bei uns noch das Thema die Berufsschulnetzplanung, wo es die ein oder andere heftige Diskussion gab mit Kollegen außerhalb des Kammerbezirks oder aus anderen Kreishandwerkerschaften innerhalb des Kammerbezirks. Wir haben uns immer wieder überlegt, wie spricht man junge Leute an? Es ist ja nicht mehr so, ich habe eine Bewerbungsstelle, also eine Stelle, die frei ist und es kommen 10 Bewerbungen, es ist genau andersrum. Und wie können wir diesem Trend entgegenwirken? Aber bei euch, die Ausbildungszahlen mittlerweile haben sich ja auch okay stabilisiert, sie könnten besser sein, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm, wie vielleicht schon oder wie vielleicht im Mai oder Juni gedacht, oder? Ja, das ist tatsächlich so, wobei die Herausforderung genau darin ja lag. Wie kriegen wir es hin, ohne Präsenzveranstaltungen, ohne die etablierten und auch bewährten Methoden, Veranstaltungen, dieses Thema aufrechtzuerhalten? Wie kriegen wir es hin, auch unsere Unternehmen davon zu überzeugen, trotz der Unsicherheiten, die durch Corona auf sie zukamen, die Ausbildungsbereitschaft hochzuhalten und da Verantwortung weiter zu übernehmen? Da hat sicherlich dann auch das Thema Krisenkommunikation eine große Rolle gespielt. Also spätestens, wie gesagt, seit März waren wir auch in unserer Kommunikation, sowohl intern als auch extern, mit Corona befasst, mit allen Auswirkungen, die da zu tun hat. Wir haben von einer völligen Überarbeitung unserer Internetseite bis hin zur Einführung eines Chatbots, der Fragen zu Corona beantwortet hat, verschiedenste Möglichkeiten genutzt. Wir haben neue Newsletter aufgelegt. Wir haben mit den Unternehmen sehr eng im Austausch gestanden. Wie viel E-Mails wollen sie am Tag, in der Woche oder von uns haben? Wann reicht es, dass wir die Sachen auf der Homepage als quasi als Hohlschuld einstellen? Wann brauchen sie Bringschuld? Wo liegen wir da? Ziehen wir da die Grenze? Wir haben total super neue Kommunikationswege auch mit unseren Landesinnungsverbänden gefunden, wo auch auf Landesebene Strukturen geschaffen worden sind, dass die verschiedensten Verbände sich darauf geeinigt haben,
wie kommunizieren wir mit den Innungen, nämlich gebündelt über eine Stelle, das ist bei uns die Landesvereinigung der Bauwirtschaft. Conny Höldgemeier, eine Kollegin, die ich in diesem Jahr gar nicht hoch genug loben kann. Also auch da sind wirklich ganz viele Strukturen im Hintergrund neu aufgelegt worden, die für mich das Jahr 2020 zu einem extrem dynamischen gemacht haben. Genau. Und du sagst es ja schon, der Austausch mit Kollegen, also vielleicht auch Landesverbänden oder Berufsverbänden oder in jeglicher Art und Weise den Kollegen und Kolleginnen in der Handwerkskammer. Ich glaube, das hat es gerade dieses Jahr wirklich ausgemacht. Es hat einen Austausch immer wieder stattgefunden, der vielleicht, und das kann ich ja im Endeffekt vielleicht auch nur über die ehrenamtliche Seite bisher sagen und seit diesem Jahr hauptamtlich, die es noch nie so intensiv gab. Man hat sich immer wieder zu Themen ausgetauscht, denn auch das Negative vielleicht, es gab eine riesen Informationsflut und teilweise haben sich Aussagen widersprochen. Also man hat sich abgestimmt, was ist denn jetzt nun wirklich? Darf ich jetzt den Friseur öffnen oder die Kosmetika-Studios, dürfen die öffnen? Und nochmal zurück zu dem Thema junger Menschen fürs Handwerk gewinnen. Das war auch so persönlich einer meiner Highlights, dieser Podcast der Rabika aus Görlitz. Denn wer macht denn sowas? Geniale Idee, im Endeffekt einfach ein Mikrofon, warum bist du ins Handwerk gegangen? Also folgt auch den Jungs und Mädels der Rabika bei Facebook, hört euch den Podcast an, wer macht denn sowas? Ein sehr, sehr authentischer und sehr schöner Podcast, muss man wirklich sagen. Und vielleicht gibt es ja da demnächst mal eine Fortsetzung. Ja, super. Also Thema Podcast ist auch unsere Videoblogs hier, Podcast. Also da sieht man schon, dass wir mit den neuen Kommunikationsformen uns auch ausprobieren, ne, Daniel? Und du hast vorhin beschrieben, eine Schnapsidee, die man dann plötzlich umsetzt. Du schaffst dir dann irgendwann ein neues Mikro an, weil du merkst, das alte irgendwie ist doch nicht so toll. Du kommst dazu, relativ zügig so eine Schnittsoftware zu beherrschen, damit du diese Folgen dann im Zweifelsfall eben auch nicht mehr in einer Woche schneiden kannst, sondern das ein bisschen schneller auf die Beine kriegst. Du hast dich mittlerweile beim Thema Podcast eingefuchst. Also auch das sind natürlich Sachen, die in diesem Jahr plötzlich gelaufen sind, wo ich sage, ich habe so viel dazugelernt. Das ist echt, war schon auch in der Hinsicht ein gutes Jahr 2020 mit all der SCHI, was da dranhängt, ne? Genau, aber man kann ruhig mal Schiedwetter sagen, das ist nicht so schlimm. Was man aber vielleicht, und das ist meine persönliche Meinung, wir haben zwar es geschafft, den Kommunikationsaustausch stattfinden zu lassen, aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Handwerker oder Handwerkerin, die jetzt hier immer noch diese Kommunikation machen. In Folge zum Beispiel mit Nora hat man da auch das Thema, es gibt bis heute immer noch Betriebe, die ausschließlich per Fax kommunizieren oder Telefon. Wie kann man die alle abholen? Das, denke ich mal, können dann schöne Aufgaben für 2021 sein. Wie kann man vielleicht den einen oder anderen, der nie über E-Mail-Verteiler, Podcast, Videoformate, Facebook, YouTube oder was auch immer kommuniziert, wie kann man den abholen? Was war aber jetzt, wenn du jetzt sozusagen nochmal zurückblickst, was waren sozusagen das ganz große Highlight für dich in der Kreishandwerkerschaft? Oh. Ich glaube, so ein Highlight kann ich tatsächlich gar nicht benennen. Wir haben jetzt mal abgesehen von Corona und wie gesagt den Folgen und vor allen Dingen den Chancen, die wir da gehabt haben, sicherlich mit diesem Thema Umstrukturierung in 2020 einen großen Berg gehabt, der ganz viele Folgen im Detail dann hatte. Also wir haben eine Wirtschaft- und Servicegesellschaft gegründet, um zum Beispiel das Thema Umsatzsteuer, was uns ja alle irgendwie auch als Körperschaften des öffentlichen Rechts einholt, umzuändern. Dadurch bedingt haben wir Dienstleistungen neu zugeordnet, neu strukturiert. Wir haben diese Management-Software eingeführt. Also das Highlight 2020 war das Thema Veränderung und die Anpassung an diese Veränderung, die, ne, jetzt will ich noch kein zu, es ist ja ein kurzfristiges Fazit, aber und vielleicht auch erst ein vorläufiges Fazit, aber die haben einfach gut funktioniert. Die haben gegriffen und zu dem Highlight gehört dann sicherlich auch dazu, dass man sagt, sie haben auch Schmerzen verursacht. Also nicht alle und nicht jeder und auch nicht ich habe an jeder Stelle Hurra geschrien,
aufgrund dieser Veränderungen. Aber wir sehen, dass wir damit eben eine Basis schaffen, mit der wir auch in Zukunft agieren können. Und dass wir es immer schaffen, uns an diese Herausforderungen anzupassen. Das ist mein Highlight 2020. Genau, ich würde genau das, also das war schon mein Gedanke. Für mich im Endeffekt dasselbe. Es ist wirklich diese Veränderung, diese positive Entwicklung ist auch wirklich für mich das Highlight 2020. Ich habe Ende Dezember, Anfang Januar gesagt, 2020 wird das Jahr des Anlaufs. Das heißt, wir finden unseren Weg, laufen an und versuchen dann 2021 stattzufinden. Das Motto für 2021 habe ich für mich noch nicht ganz formuliert, aber 2020 war definitiv das Jahr des Anlaufs. Sich finden, sich organisieren, eine Basis zu schaffen, wo man auch den einen oder anderen nochmal den Weg abschneiden kann. Du hast echt das Gefühl, dass du 2020 nur angelaufen bist? Ja. Okay, dann bin ich sehr gespannt darauf, wie das bei dir aussieht, wenn du richtig ins Tragen kommst. Also Respekt. Ich hätte jetzt gesagt, du bist spätestens in Mitte des Jahres bist du angekommen und bist ins Laufen gekommen und nicht mehr angelaufen. Naja, Anlaufen im Sinne von der Organisation wirklich in Richtung eines Fahrwassers zu bringen, wo man erstmal dann auch wieder Geschwindigkeit aufbauen kann, wo man eine Reaktionsgeschwindigkeit entwickeln kann, die vielleicht so mal da war oder aktuell nicht mehr so da ist. Also 2020 ist das Jahr des Anlaufs. Ich habe schon die Idee, 2021 wird das Jahr des Punkt, aber so viel vielleicht dann in der nächsten Folge. Aber wie du schon sagtest, wie wir jetzt immer wieder bemerkten, es war wirklich das Jahr der Veränderung und auch der positiven Veränderung. Wir sind alle näher zusammengerückt mit Abstand. Wir hatten alle unsere Erfahrungen positiv wie negativ und das meine ich jetzt nicht auf den Corona-Test bezogen. Wenn man aber nochmal zurückblickt, zum Beispiel unsere Freisprechung im zweiten Quartal, die wir da noch machen konnten, mit den Worten unseres Kreishandwerksmeisters AD, es hat einen Geschmack, wenn man nur den halbvollen Rang hat. Wir haben an einem Abend zwei Freisprechungen durchgezogen, damit wir unseren Gesellen und Gesellen den Moment der Gesellenbriefübergabe nicht nehmen, beziehungsweise wir wollten das auch nie nehmen, weil jeder, der seinen Gesellenbrief auf der Bühne bekommen hat oder später den Meisterbrief, weiß einfach, es ist ein genialer Moment und den hat man nicht so oft. Wir haben uns leider oder Gott sei Dank für eine andere Form entschieden, die weniger mit Präsenz zu tun hatte. Wir haben die Gesellenbriefe per Post verschickt, haben aber dann eben noch ein besonderes Geschenk dazu gepackt. Wir haben unsere Diplomträger persönlich ehren können. Aber wir haben hier auch tatsächlich überlegt, können wir es anders durchziehen? Unsere Freisprechung hat regelmäßig so zwischen 750 und 800 Gästen. Und für uns war auch klar, wir können jetzt nicht nur die 250 Auszubildenden einladen, sondern wir wollen, wenn dann in Präsenzform, auch mit zumindest der Kernfamilie und den Ausbildungsbetrieben das Thema zusammen feiern. Und da haben wir tatsächlich dann keine organisatorischen Möglichkeiten gehabt, das hier in der Region in Räumlichkeiten umzusetzen, ohne dass wir uns, glaube ich, als Organisation auch verhoben hätten. Insofern haben wir eine andere Form gewählt. Wir haben auch jetzt schon tatsächlich für Februar unsere Veranstaltung wieder abgesagt. Wir werden das also auf den Erfahrungen aufbauen, die wir im August gemacht haben, auch in 2021, zumindest im ersten Halbjahr wieder auf virtuelle Art und Weise umsetzen. Insofern, Corona lässt uns nicht ganz in Ruhe und auch da haben wir aber sehr viele positive Rückmeldungen gekriegt. Ich glaube auch wieder, dass man zum Teil sagen kann, diese Dynamik, die wir da hatten, die hat man uns als Organisation, die hat man uns als Handwerk gar nicht zugetraut. Und auch das ist sicherlich eine der Erfahrungen, eine der positiven Erfahrungen, die zu dem Jahr 2020 dazugehört. Das Handwerk ist dynamisch. Das Handwerk kann reagieren und auch agieren, sich auf neue Herausforderungen einstellen. Nicht nur die Handwerksunternehmen, sondern auch die Handwerksorganisationen. Genau, du sagtest es schon, auch eine Handwerksorganisation hat nicht immer nur die Reaktion eines Kreuzfahrtschiffs. Wir können genauso schnell wie das kleine Spurboot agieren und wendig auf Sachen reagieren.
Aber die große Frage ist im Endeffekt, wie geht es jetzt weiter 2021? Wie lange können wir unsere Freisprechung nicht stattfinden lassen? Müssen wir auf andere Möglichkeiten der Innungsversammlung zurückkommen? Und die große Frage, wann soll endlich Holger Schwanecke Hallo zu unserer Einladung und wir fahren nach Berlin? Aber auch das sollten wir noch organisiert bekommen. Genau. Daniel, abgesehen von Corona, hast du noch 2, 3 Themen, also jetzt nicht Highlights, sondern wirklich Themen, wo du sagst, die haben mich in 2020 neben den Anpassungen an Corona in meiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Kreisanwaltschaft Görlitz begleitet, bewegt? Ja, das würde ich 2 herausnehmen, das Negative und das Positive. Das Positive im Endeffekt, hier anzukommen, ne, du sagtest schon, in der Hälfte des Jahres, es war auch wirklich so im Endeffekt, es hat alles mehr oder minder so stattgefunden, wie ich es gerne hätte. Also auch hier nochmal dieses Aufnehmen Oberlausitz im Landkreis Görlitz ist echt definitiv ein Highlight für mich, weil man sagt vielleicht dem einen oder anderen hier nach, dass er nicht ganz so kontaktfreudig ist. Was aber das große Negative ist, und da finde ich, ist es nicht immer wirklich so, bei uns in der Region, es gibt nicht nur die Negativen, die, das ist alles doof, das ist alles schlecht. Es gibt sehr viele, die sich ehrenamtlich engagieren, sich einsetzen, sei es beim Roten Kreuz oder in anderen Institutionen, die wirklich hier eine Gemeinschaft zeigen und das nicht nur in der Handwerksorganisation. Also was hier für ein Zusammenhalt entstanden ist und auch die ehrenamtliche Arbeit, wie die wieder stattfindet, das ist definitiv ein Highlight. Und bei ehrenamtlicher Arbeit auch diese Wahl von mir als JUSO-Vorsitzender war definitiv ein Highlight. Denn wir haben es geschafft, einen kleinen Handwerk-JUSO-Vorstand zu etablieren. Dort wird definitiv mehr passieren für meinen Heimatlandkreis, denn die Sächsische Schweiz ist Erzgebirge. Auch da bin ich jetzt nicht müde, für Ausbildungsplätze und den Strukturwandel zu kämpfen. Wie sieht es bei dir aus? Bevor ich auf die privaten Themen komme, wo ich sicherlich auch Highlights habe, habe ich noch 2 bzw. 3 Themen, die mich beruflich sehr stark begleitet und bewegt haben. Ich weiß nicht, vielleicht spielen die auch bei euch eine Rolle. Das eine hatte ich vorhin schon mal, das Thema 2b USTG, also Umsatzsteuer für Kreishandwerkerschaften. Wie geht man damit um? Insgesamt das Thema Tax Compliance System ist ein Thema, wo ich mit meinem Kollegen seit 1,5 Jahren ungefähr am Arbeiten bin und wir hoffentlich im 2021 dann auch einen Abschluss haben, sodass wir ein Tax-Compliance-System für die Kreishandwerkerschaft Cloppenburg geschaffen haben. Ein spannendes Thema, viele Sitzungen, viele Gespräche zu dem Thema neben Corona. Das zweite Thema, was mich sehr intensiv begleitet hat, war das Thema AÜK, also das die Frage des Qualitätsmanagements in den Kfz-Unternehmen, die beigestellten Prüfungen zur Hauptuntersuchung machen. Also sowas wie AU-Prüfungen, Abgasuntersuchungen, wie Gasabnahmeprüfungen, wie Sicherheitsprüfungen bei LKWs und Ähnlichem. Gibt es eine neue rechtliche Grundlage, die auch schon irgendwie seit 1,5, 2, 3 Jahren in der Schwebe ist, wo wir immer noch auf die Veröffentlichung im Gesetzblatt warten, aber was uns sehr stark befasst hat, was auch kontrovers diskutiert worden ist, wo es um finanzielle Fragen geht, wo es um organisatorische Fragen geht, wo du mit Ehrenamt und Hauptamt zusammenarbeiten musst. Also das Thema AÜK war auch eins. Ich habe vorhin mal durchgezählt. Ich glaube, ich habe 12, 13 Sitzungen allein zu dem Thema in diesem Jahr gehabt. Und das dritte Thema für uns ist definitiv Digitalisierung in den Handwerksunternehmen. Auch da haben wir viele Sitzungen gehabt, viele Gespräche intern gehabt. Ich habe mich persönlich sehr auch in dem Bereich fortgebildet, viele Veranstaltungen besucht. Und wir haben das Glück, dass wir mit 2 Jobstarter-Projekten vom Bundesbildungsministerium oder Bundeswirtschaftsministerium, tut mir leid, ich weiß jetzt gerade nicht, also von der Bundesregierung gefördert, 2 Projekte machen. Das eine ist ausgelaufen Mitte des Jahres, da ging es um die Sanitär-, Heiz- und Klimatechnikbranche, die Elektrobranche und jetzt für die Bau- und Ausbauberufe. Auch das ist sicherlich ein Highlight und auch etwas, was in 2021 fortgesetzt wird. Also insofern, das waren die beruflichen Themen, die mich neben Corona dann in diesem Jahr nochmal besonders häufig begleitet und berührt haben.
Ja, im Endeffekt auch hier, also was neben Corona das ganze Jahr zum Beispiel auch mitgeschwommen hat, ist die Berufsschulnetzplanung, die Neustrukturierung der Berufsschulen im Freistaat, aber auch die Veränderung der Ehrenamtsspitze bei uns in der Kreishandwerkerschaft. Wir haben am 3. Dezember hatten wir die Wahl, die Mitgliederversammlung und Wahl des neuen Vorstands. Und die Kreishandwerkerschaft Görlitz hat mittlerweile nicht nur den jüngsten Geschäftsführer in Deutschland, sondern auch die einzigste Kreishandwerksmeisterin im Freistaat. Die Tischlerin Ines Posowski-Graf hat sozusagen das Ehrenamt der Kreishandwerksmeisterin in diesem Fall übernommen. Da freue ich mich echt auf die Zusammenarbeit. Sie hat ein Unternehmen, was eine sehr junge Mitarbeiterstruktur hat und viele frische Ideen. Deswegen denke ich, es kann sehr, sehr gut werden und kann nur besser werden. Deswegen 2020 das Jahr des Anlaufs. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle und ich will das gerne auch mit dem Appell verbinden, mehr Frauen auch in die Ehrenämter bei uns hineinzubekommen. Wir sind doch an vielen Stellen immer noch ein Männerclub. Genau. Und wir reden jetzt nie nur davon, ja, Frauen gehen in die Kosmetiker oder in die Friseurinnung. Nein, es gibt auch die Bauinnung, die eine Obermeisterin vertragen könnte. Oder es gibt jede Organisationsstruktur, egal ob im Ehrenamt oder Hauptamt, vielleicht müssen wir generell den Appell nochmal loswerden, mehr Frauen im Handwerk. Absolut. Ja, Daniel, privat, du hast es gerade schon gesagt, bei dir Juso-Vorsitz, sonst noch so, wo du sagst, das ist ein privates Highlight, was du vielleicht mit uns teilen willst? Das private Highlight, wo ich immer noch sehr gespannt bin, ist wirklich, wie du in der letzten Folge schon erwähnt hattest oder im Teaser, der Fortbildungstrainer, weil es ja doch nochmal ein anderer Abschluss ist im Handwerk. Und ich freue mich einfach, jetzt vielleicht doch mal den Motor der Handwerksorganisation, der in mir schlägt, von dem obertourigen Bereich in einen annähernd normaltourigen Bereich zu bringen. Aber wie sieht es bei dir aus? Ja, also bei mir ist sicherlich das Thema Einschulung meiner ältesten Tochter ein Punkt gewesen. Also ich habe jetzt ein Schulkind zu Hause, das ist schon ein Highlight. Vor allen Dingen jetzt Homeschooling ist definitiv auch nochmal eine andere Sache als im Frühjahr. Das Home-Kindergartening war sicherlich was anderes. Ich habe letzte Woche eine Weiterbildung abgeschlossen. Also insofern das Thema Weiterbildung ist auch eins, was mich weiter begleitet. Ich darf mich jetzt Berater der Offensive Mittelstand nennen. Auch das ist, ist ein Punkt, wo man sieht, dass wir auch dieses Thema Qualität und auch die Grenze zwischen beruflichen und privaten Situationen, zumindest bei mir, eher eine fließende Thematik wird. Ich habe mich im Anfang des Jahres auch vor dem Hintergrund, dass wir ständig irgendwie Existenzgründer beraten, mal selber auch auf den Weg gemacht, eine Existenzgründung vorzunehmen, eine nebenberufliche Selbstständigkeit anzugehen. Total spannend, was man plötzlich über Umsatzsteuervoranmeldungen und ähnliche Sachen praktisch wissen muss und vorher immer nur theoretisch erzählt hat. Marketing, Marktanalysen und so weiter zu machen, schon spannend. In dem Zusammenhang das Thema Chatbot ist natürlich eines der Highlights, aber insgesamt das Thema Beratung von Handwerksorganisationen ist also mein Thema, mit dem ich auch 2021 noch weiter durchstarten will. Und Lust auf Handwerk ist natürlich ein privates Highlight gewesen. Der Kalender ist heute eingetroffen, passend zum Fest. Aber die Initiative, alle, die sie noch nicht kennen, bei Instagram mal nachschauen, Hashtag Lust auf Handwerk, kommt kurz hinter Hashtag das Beste am Handwerk, vielleicht auch daneben. Also zwei tolle Initiativen, wo ich dabei bin. Und mein negatives Highlight, das muss ich schon klar sagen, war natürlich meine Sportverletzung, die ich mir im Sommer zugezogen habe. Achillessehnenriss, ich kämpfe da bis heute mit, deshalb stehe ich auch gerade am Schreibtisch und wackel vielleicht ein bisschen mit der Kamera. Also da kämpfe ich immer noch mit. Das ist dann der Unterschied zwischen dem jüngsten Geschäftsführer einer Kreishandwerkerschaft und so einem normalen, mittelalten Geschäftsführer. Aber du sagst es ja schon, wir hatten telefoniert, da warst du gerade beim Arzt. Man muss es mal wirklich, also jetzt mal sozusagen außerhalb des Rahmens, es ist wirklich faszinierend, wie oft sich Themen bei uns spiegeln. Also du warst ja in ärztlicher Behandlung, aber auch im Krankenhaus. Ne? Kurz davor war ich fast eine Woche im Krankenhaus. Mhm.
Du hast da diese eine Knascherei mit einem Ehrenamt, Hauptamt mal gehabt. Dann hatte ich das. Also es ist wirklich verblüffend, wie als wären wir, würde uns jemand das vorher absprechen oder in den Regieplan schreiben. Also das muss man auch mal sagen. Es ist oft genug, wenn wir telefonieren, wie du jetzt auch. Genau. Hat vielleicht was zu bedeuten. Schon ein bisschen spooky ab und zu, ne? Ja, das ist definitiv. Daher, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt auch mit Leuten, auch aus der Community, bei Handwerks-Community, im Instagram und Co. unterwegs bin, also die meisten glauben nicht, dass wir uns noch nie getroffen haben. Also jetzt real. Real, aber spätestens in Berlin beim Holger Schwanecke. In der noch Mohrenstraße, ich weiß gar nicht, wie sie dann zukünftig heißen soll. Stimmt, es wird ja umbenannt. Mhm. Aber die Einladung, ich denke mal, die wird doch noch zu hören finden. Genau. Aber ein kurzes Resümee zum 631 Kilometer. Auch jetzt in der zweiten Staffel sozusagen ab Folge 8 durch die tolle, tolle Unterstützung vom Handwerkmagazin. Also hier nochmal ganz großen Daumen hoch. Wir hatten bisher 11 Folgen, mit heute 12 Folgen. Wir hatten den Tobias Böse von Das Beste am Handwerk. Wir hatten die Susanne Schneider von der Kreishandwerkerschaft Görlitz, Kreishandwerkerschaft Chemnitz. Wir hatten den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern Oberfranken, den Herr Kilger, zu Gast. Wir hatten die Nora Streitz zu Gast. Wir hatten den Uwe von der Kreishandwerkerschaft Jena zu Gast. Also doch schon den einen oder anderen hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Würdenträger. Und wir sind ja immer noch in den Vorbereitungen für nächstes Jahr. Auch da gibt es das ein oder andere Highlight. Im Januar sind wir nochmal alleine. Im Februar haben wir dann einen Gast des digitalen Handwerks. Im März gibt es das ein oder andere Highlight auch. Wir haben noch einen sächsischen und deutschen Meister eines Gewerks zu Gast. Wir haben noch die Friseurbranche zu Gast und viel, viel, viel mehr. Also nochmal den Anfang zu finden, was denkt ihr denn, wie viele Minuten, Stunden und Sekunden wir bisher 631 Kilometer gestreamt haben? Was denkt ihr? Micha, grobe Tendenz? Also irgendwas zwischen 5 und 6 Stunden. Okay. Nicht ganz. Wir haben mittlerweile fast einen kompletten Arbeitstag voll. Wir haben 7 Stunden, 56 Minuten und 48 Sekunden bisher Handwerksaustausch präsent real in irgendeiner Art und Weise stattfinden lassen. Plus unsere Team. Plus die Folge von heute. Plus die Folge von heute. Das heißt, wer Lust hat, kann sich dann zwischen Weihnachten und Neujahr es gemütlich machen auf der Couch, den Fernseher an, schiebt einfach 631 Kilometer auf den Bildschirm und kann 8 Stunden und noch mehr uns zwei zusehen und zuhören. Ist das nicht wunderbar? Super. Daniel, dann aber noch, also wir haben hier auf unseren Innungsversammlungen immer so mal zwischen 20 und 30 Gewehr, also Unternehmen, die dabei sind. Wenn ich jetzt mal rechne, 20 Innungsversammlungen, sind wir also irgendwo zwischen, keine Ahnung, was sind das dann, 20 mal 20 ein paar Leute. Wie viele Leute haben wir mit dem Austausch der Handwerksregion 631 Kilometer erreicht? Etwas drüber, also nur ganz minimal. Wir haben knapp 10.000 Views. Also auch nochmal hier ganz großes Dank an alle, die uns immer wieder zuschauen, auch den Infos, den wir bekommen, Ideen. Und man kann es nie müde sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören von uns zwei beziehungsweise von unseren Gästen. Also wo wir uns das ausgerechnet haben, knapp 10.000 Leute haben uns gesehen beziehungsweise Klicks, das ist schon eine Zahl. Also ich denke mal so an die Meisterfeier oder sowas, da sind auch nicht so viele Leute, die uns beide zugesehen haben. Ja, also hat mich auch beeindruckt. Scheint auch zu zeigen, dass das durchaus ein Interesse dasteht. Wir haben uns ja vorgenommen, mit dem Austausch der Handwerksregion, insbesondere auch dem Hauptamt im Handwerk, eine Stimme zu verleihen. Und nicht um das Ehrenamt in irgendeiner Art und Weise weniger wertzuschätzen, sondern
einfach um die andere Art und Sicht, andere Sichtweise auch ja, ein bisschen in den Vordergrund zu bringen, nämlich die Sichtweise, die wir beiden nun mal auch mitbringen und einnehmen. Und du hast es gerade gesagt, mit Veränderungen im Ehrenamt können und wollen wir dann auch umgehen, haben aber eben dann auch weiterhin unsere Position als Hauptamt zu vertreten. Wir müssen deutlich mehr auf sowas wie Rechtskonformität und Ähnliches achten. Auch das ist zum Beispiel ja so ein Thema, was wir eben nach vorne bringen wollen. Genau. Und umso besser ist es ja, ich hatte vorhin erst das Gespräch, wie die Kulturschaffenden jetzt und die unter der Corona-Krise immer noch zu tun haben, sieht man doch wirklich, was dieser Interessensverband, dieses, wie du immer sagst, diese Lobbyarbeit für positive Entwicklung haben. Und durch unsere Doppelspitze, das Ehrenamt darf vorne weggehen, darf Radau machen und wir bauen uns hinten zusammen. Und das im besten Fall zu unseren Gunsten. Genauso machen wir das und wir machen in 2021 weiter. Genau. Im Januar wollen wir uns mal so Vergleiche von Handwerksorganisationen, also im Endeffekt, die meisten Unternehmer machen dort ihren Jahresabschluss, der eine oder andere wartet bis zum letzten Tag, bis das Finanzamt da ist. Wir machen das schon im Januar. Was sind unsere Leistungen des vergangenen Jahres? Wie kann man sie vergleichbar machen? Diese Folge gibt es dann im Januar. Lieber Kollege, lieber Michael, vielen, vielen Dank für knapp 8 Stunden plus diese, plus die Teaser, plus die ganzen Facebook-Stories. Team Kaffee und Team 631 Kilometer ist wie immer am Start. Also ich wünsche dir auch eine erholsame Zeit. Morgen ist ja Heiligabend. Da gibt es bestimmt Geschenke für uns alle, hoffentlich. Notfalls eBay und Amazon haben immer auf. Einen guten Rutsch dir und wir sehen uns hoffentlich Januar oder hast du da noch eine andere Idee? Ja, erstmal muss ich deinem Appell bezüglich eBay und Amazon natürlich ein Stück weit entgegentreten. Also ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt noch kurzfristig agieren müssen, vielleicht auch den lokalen Einzelhandel, die ja häufig jetzt auch reagiert haben und Lieferservice und Ähnliches eingerichtet haben, den unterstützt und nicht unbedingt noch die Großunternehmen. Denn ja, support your local ist natürlich auch ein Motto, mit dem wir im Handwerk stark gewesen sind. Thema Lobbyarbeit. Also insofern hoffe ich, dass wir die Geschenke entweder schon zusammen haben oder beim lokalen Einzelhandel kaufen. Ich weiß, dass ich gut versorgt bin und mein Highlight oder meine Herausforderung morgen wird, die Ente vernünftig gebraten zu bekommen. Ansonsten freue ich mich tatsächlich auch auf ein paar erholsame Tage, ruhigere Tage, als man die normalerweise auch erlebt. Die Planungen für 2021 vorbereiten, die nächste Folge von 631 Kilometer vorbereiten, die Ideen sammeln und weiter umsetzen, sodass wir dynamisch und hoffentlich gesund in 2021 starten können. Genau. Und wir bleiben ja definitiv gesund, denn wir halten Abstand, tragen Masken, Hände waschen, lüften. Und für alle, die es noch nie verstanden haben, Hände waschen, lüften, Abstand halten, Maske tragen. Man kann es nie oft genug sagen. Und gerne auch die Corona-Warn-App nutzen. Ja, das müssen wir ja nicht mehr erwähnen, denn die haben doch alle, oder? Hoffe ich doch. Daniel, zum Schluss alles wirklich herzliches Dankeschön an dich für diese tolle Idee, die du da Anfang des Jahres hattest, für den sehr spannenden Austausch mit dir, für die Fragen, die du gestellt hast, die mich auch immer mal wieder zum angeregten Nachdenken gebracht haben, die auch dazu geführt haben, dass ich hier in der Kreishandwerkerschaft Kloppenburg Veränderungen vorgenommen habe. Also vielen Dank für deinen Input und ja, ich bin gespannt, was dann los ist, wenn du erstmal richtig ins Laufen gekommen bist. Und jetzt sagen wir, glaube ich, einfach nur noch Tschüss, oder? Genau. Tschüss. Ciao.